Moin Leute, wir haben eine neue Runde Call of Duty und heute mit Neuigkeiten über Cold War. Mit dabei werden natürlich ein paar Leaks wegen dem Gameplay und auch noch ein paar weitere Informationen über das Spiel. Weil momentan wurde ein Gameplay geleakt, hier auf der Karte Miami Night, durch einen Twitch-Streamer. Aber ja, natürlich nur momentan die Alpha von dem Game. Bedeutet hier, das Spiel könnte noch verändert werden, anderes Movement, andere Kartensettings oder etc. Aber wir bekommen wahrscheinlich wieder Nachtkarten rein, normale Karten. Da haben wir auch schon einen kleinen Eindruck bekommen. Auch in Call of Duty Cold War spawnt man in die Karte rein, durch einen Wagen, durch einen Helikopter oder durch Boote. In der Art Intro, wie man in MW hat, kann man auch wieder normal die Waffen wählen, die man dabei hat. Hier Waffenklassen erstellen, geht in etwa wie in MW. Ihr hättet aber noch Funktionen mit dabei, wie in Call of Duty BO4, mit Wildcards und mit Fähigkeitenpunkte und mit einer Menge Granaten. Jo, mit dabei werden natürlich wieder hier 5 Attachments pro Waffe, die ihr draufpacken könnt. Mit Läufe, mit Mündungen, mit Griffe und etc. Und ja, ich denke mal, ähnlich wie in MW. Aber wir haben auch ein paar Waffen geleakt bekommen im Gameplay. Die AKU wäre mit dabei. Dann hier die M4 Kommando. Und weitere Waffen natürlich wären auch mit am Start. Dafür hätte ich noch meine Liste unten verlinkt. Gerne vorbeischauen und da nochmal drüber gucken. Aber ja, ein wichtiger Punkt. Schrotflinten wären wieder mit dabei. Die könnt ihr mitnehmen als Sekundärwaffe. Oder mit einer Wildcard könnt ihr nur mit Handfeuerwaffen spielen. Oder nur Handgranaten mitnehmen. Oder noch mehr Perks mitnehmen, wie ihr wollt. Ähnlich wie in BO4. Nur mit einer Kombi mit Attachments wie bei MW. Stellt euch vor, beide Spiele machen ein Kind und da, Cold War. Wir hatten bei der Karte auch ein paar Änderungen wieder mit dabei. Rote Punkte, wenn Leute feuern, auch ohne Drohne. Dann könnt ihr die Minikarte wieder rund oder eckig machen, wie ihr wollt. Und die Karte, worauf man spielt, ja, Miami Night wurde hier geleakt. Da hätten wir wieder eine Menge knallige Farben mit dabei. Natürlich in Miami in den 80er Jahren bedeutet hier eine Menge Neonlichter, eine Menge bunte, knallige Farben, aber auch ein cooler Strand, viele Gebäude. Aber anscheinend ohne Türen. Bedeutet kein Gekämpfe mehr hinter der Tür und kein Angelehne mehr für Goldtarnungen. Ich denke mal, in der Alpha natürlich noch änderbar, aber ich denke, die werden keine Tür mehr reinbauen oder Angelehne. Echt ein guter Vorteil, weil dadurch werden weniger Leute campen und natürlich mehr Leute laufen und in Bewegung bleiben. Und ja, gameplay-technisch war MW ein bisschen lahmarschig, wenn ich ehrlich bin. Erst recht durch die Waffen-Attachments, dadurch macht man die Waffen lahmarschig. Wir haben keinen Gung-Ho, keinen Totenstille-Perk und. Aber die Änderungen werden dann auch wieder bald reinkommen. Cold War wird wieder flüssiger laufen, schneller, mit anderen Movement, nur ähnlich wie in MW leider ein klein wenig. Aber anscheinend mit guten Perks und Fähigkeiten dafür, für mehr Mobilität. Aber der Doppelsprint wie in MW wurde wieder entfernt. Movement-technisch eine Mischung aus Call of Duty MW und Call of Duty BO4, beide miteinander verschmolzen. Und ja, wir hätten dann noch ein paar kleine weitere Punkte. Wegen der Gesundheit, links unten wie in Warzone hättet ihr dann hier die Lebensanzeige. Ihr habt 150 Lebenspunkte, eine geringere Time to Kill wie in BO4, aber eine höhere wie in MW. Bedeutet mehr Kugeln für den Feind, damit ihr den Gegner killen könnt. Und über den Namen der Gegner steht dann natürlich noch hier die Gesundheit, wie viele Lebenspunkte die Leute haben oder wie viel Panzerung die momentan haben. Und wir hätten auch wieder Feldladung mit dabei. Moneypack, dann auch hier eine Art Radarmikrofon. Wir können dann hier Leute auf der Karte ausfindig machen und auch hier die Gespräche belauschen. Wir können auch Schritte lauter hören. Und wir haben dann auch noch ein paar weitere Fähigkeiten, die habe ich auch nochmal unten mitverlinkt, die geleakt wurden. Allgemein, Call of Duty Cold War wird eine richtig coole Mischung werden aus BO4 und MW. Wir hoffen mal wirklich auf einen guten Gameplay-Trailer und eine gute Beta. Natürlich am 9.9. kommt nochmal ein Trailer für den Multiplayer. Da wird nochmal eine Zombie-Mode hier nochmal präsentiert, hoffe ich mal. Und ein paar Ausschnitte Kampagne kennen wir ja bereits. Wir können auch einen eigenen Character-Design, Name ändern, Geschlecht ändern und Herkunft und etc. Und durch eure Dialoge, die ihr wählen könnt, könnt ihr auch die Kampagne verändern und dadurch alternative Endings erreichen. Aber darüber bald mehr im nächsten Video. Oder natürlich bei YouTube-Beiträge, da mache ich immer wieder hier Informationen rein für Call of Duty Cold War. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren für weitere Call of Duty Cold War Informationen. Natürlich auf Discord könnt ihr beitreten, da hätte ich nochmal einen Link für euch mit Gameplay und mit hier ein paar Bilder. Und teilt mir gerne auch noch eure Fragen in den Kommentaren und eure Meinung über Call of Duty Cold War. Welche Informationen haben euch gefallen, welche eher weniger? Und auf welche Informationen wartet ihr noch? Waffentarnungen, Prestige, Map-Voting oder Modi? Gerne mal reinschreiben, worauf ihr Bock hättet. Und dann natürlich auch mit Freunden teilen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt wirklich drüber freuen. Ihr dürft mich gerne auch adden und mitmachen bei mir in Call of Duty MW. Und dann an der Stelle, haut rein, schönen Tag noch und bis zum nächsten Video.